Auf dem Schulhof der Grundschule Wippertal stehen die Autos der Firma MDDSL aus Magdeburg. Und in der großen Halle, dort wo sonst die Grundschüler der 1. bis 4. Klasse lernen, sitzen jetzt Eltern und Großeltern. Eingeladen zu dieser Bürgerversammlung hat der Bürgermeister von Giersleben. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Versorgung der Unternehmen und Haushalte mit Breitband-Internet. Und das ist den Einwohnern wirklich wichtig. Ich glaube, das sieht man an der Anzahl unserer Bürger. Wir haben ca. 15% unserer Einwohner hier. Und diese repräsentieren schon fast die Hälfte, also ich sag mal 30% der Haushalte. Andreas Riedel, Geschäftsführer der MDDSL, erklärt den komplizierten Sachverhalt. Mit dem Fördergeld der öffentlichen Hand wird das bestehende Leitungsnetz der Telekom so weit ertüchtigt, um jeden Anschluss mit 50 Mbit zu versorgen. Um das zu erreichen, verlegt die MDDSL moderne Glasfaserkabel bis an die Verteilerkästen der Telekom und mietet dann für jeden Anschluss die letzten Meter Kupferkabel. Jetzt liegen also Glasfaserkabel entlang der Haupttrasse und die MDDSL bietet den Anliegern an, sich einen Glasfaseranschluss bis ins Haus legen zu lassen, um dann zukunftssicher zu sein. Um das wirtschaftlich darzustellen, ist eine Quote von 50% der möglichen Anschlüsse notwendig. Und die politisch Verantwortlichen sehen in dieser Möglichkeit eine große Chance und wollen das Vorhaben nach Kräften unterstützen. Indem wir hier als Gemeinde auch mit den Bürgern reden und auch die, ja, wenn es Hemmnisse oder Hindernisse geben sollte, zu erschließen, hier Hilfestellung geben werden. Wir möchten auch unser Gemeindehaus, unsere öffentlichen Einrichtungen dazu nutzen, dass die Menschen hierher kommen können, um Aufklärung zu bekommen, auch untereinander sich auszutauschen, um die richtige Entscheidung fällen zu können. Es ist eine komplexe Entscheidung für die Hausbesitzer zu vergleichen mit dem Stromanschluss vor 120 Jahren. Auf den kann heute niemand verzichten. Trotzdem ist es kompliziert, den Unterschied zwischen Kupferkabel und Glasfaserkabel für die Zukunft richtig einzuschätzen. Davon gehe ich aus, weil das ist nicht einfach. Aber ich glaube, die Message, die wir transportieren wollen, heißt, geh auf Glasfaser, das ist die Zukunft. Und demzufolge ist es dann eigentlich egal, ob sie in einem gelben, roten oder grünen Gebiet sein würden, sondern eigentlich nur der Unterschied, dass sie in den gelben Gebieten bitte jeder Zweite mitmacht, damit wir diese Quote erreichen, um den Preis zu halten. Und in den anderen Gebieten haben sie den schon. Aber die Message einfach mitnehmen, ich rede mit meinem Nachbarn, hilft immer. Dem Vertriebsteam der MDDSL wurden die Informationshefte aus den Händen gerissen, denn das Interesse ist riesig. Und wenn man miteinander spricht und sich zusammentut, wird sich das für alle Beteiligten entsprechend lohnen.